Hallo und herzlich willkommen zur großen Jubiläumssendung 22 Jahre unser Sammlerteam. Ich heiße euch herzlich willkommen heute zu unserer großen Geburtstagsshow. Es ist der 1. September 2024, genau 12 Uhr und genau jetzt starten wir unsere Geburtstagsshow 22 Jahre unser Sammlerteam. Bevor wir heute aber starten, möchte ich euch natürlich sagen, dass dieser Tag vollgepackt ist mit Überraschungen, mit einem bunten Programm rund um unser Jubiläum. Vielleicht wart ihr heute Morgen um 10 Uhr schon dabei, bei jeden Tag ein Ü-Ei. Jetzt um 12 Uhr die große Jubiläumsshow, Jubiläumssendung. 22 Jahre unser Sammlerteam mit einem tollen Gewinnspiel. Bleibt also dran. Um 15 Uhr sehen wir uns dann schon wieder und zwar zum Ü-Ei-Video am Sonntag. Hier der Ü-Ei-Sonntag mit einer riesen Überraschung. Dazu später in der Sendung noch etwas mehr. Und um 19 Uhr, da ist das Finale sozusagen mit unserem Podcast 22 Jahre unser Sammlerteam. Eine Stunde, den könnt ihr bei YouTube, Spotify und RTL Plus sehen. Und jetzt ist es endlich Zeit zum Feiern. 24 Jahre, Deutschlands größte Ü-Ei-Seite. Los geht's! In unserer Sendung möchte ich euch heute nicht nur eine fantastische Grußkarte zeigen, die ihr hier vielleicht schon an der Seite bemerkt habt, zum Jubiläum gebastelt. Wir schauen uns das Diorama an. Vom Hyperium 2002. Unser Gewinnspiel darf natürlich dabei nicht fehlen und wir werfen auch noch einen Blick auf die Historie unserer Seite. Wie ist unser Sammlerteam eigentlich entstanden und wie begann alles? Das und vieles mehr jetzt in unserer Jubiläumsshow 22 Jahre unser Sammlerteam. Und als erstes möchte ich mit euch auf unsere Sonderseite gehen. Die erreicht ihr unter www.unser-sammler-team.de oder unter 22jahre.unser-sammler-team.de und da findet ihr auf der Startseite diese wunderschöne Karte und natürlich auch ja, den Besucherzähler etc. Dann findet ihr natürlich auch unser Vorwort. Die Bilder könnt ihr jeweils alle größer klicken, also wenn ihr da etwas ja, größer anschauen wollt, gar kein Problem. Und dann kommt eigentlich so, ja, eines der Highlights, nämlich unser Jubiläumsprogramm. Da könnt ihr nochmal genau sehen, wie viel Uhr, wann, welche Sendung läuft. Dann kommt, ja, für mich wirklich ein richtig kleines Highlight. Dann kommt nämlich die Geschichte von unser Sammlerteam. Und da geht es los am 1. September 2002. Und das könnt ihr euch dann alles angucken. Da gibt es dann ein Bild von der ersten Homepage. Dann unser Sammlerteam in Blau, ein ganz anderer Anblick. Es gab tatsächlich mal eine blaue Farbe, aber auch weiß mit Rot. Dann habt ihr schon die neuere Version 2004, da wurden die Buttons schon immer größer, es wurde ein größeres Design letztlich. Dann das Vorgängerdesign und dann natürlich das neue unser Sammlerteam und dann noch eine Auszeichnung. Da könnt ihr nochmal lesen, wir waren halt in der Bild-Zeitung, verschiedene Sender, die Carla Wagner Stiftung. Also das könnt ihr euch da alles auf der Seite nochmal genau anschauen. Dann gibt es unsere Ziele und Werte und was uns unterscheidet. Ehrlichkeit und Liebe zum Hobby sind unser Antrieb. Und da findet ihr auch nochmal viele Punkte, also eigene Bilder. Eine Überraschung bleibt eine Überraschung. Wir lieben unser Hobby. Das größte Ü-Ei-Forum in Deutschland. Respekt. Ein Hobby, das verbindet Sammeln und Leidenschaft. Dann findet ihr noch eine kleine Rubrik über mich. Da könnt ihr auch nochmal ein bisschen was nachlesen. Sind auch nochmal einige Bilder hinterlegt, falls euch das dann interessiert. Gibt es 30 Jahre mehr als ein Hobby? Das zeige ich euch nachher nochmal. Das ist ja mein neuestes Buch aus dem April diesen Jahres. Und dann unser Gewinnspiel. Und das ist natürlich für euch bestimmt sehr, sehr interessant. Ihr könnt nämlich gewinnen einmal das Buch 30 Jahre mehr als ein Hobby. Dann gibt es einen Sammelordner. Da habt ihr dann 10-mal noch Beipackzettelhöhen. Den Wertkatalog für Figuren aus dem Ei. Es gibt natürlich noch Einkaufsgutscheine für Sammlereck. Da müsst ihr also nur das Gewinnspielformular ausfüllen und beantworten, wie alt wird denn unser Sammlerteam heute am 1.9.2024? 5 Jahre? 15? Oder 22 Jahre? Oh, und starten möchte ich jetzt mit einem wirklichen Highlight und zwar diese Jubiläumskarte 22 Jahre unser Sammlerteam. Die ist komplett selbst gestaltet. Und zwar von meiner Mutter, die auch in unserem Team dabei ist. Wie ihr schon erkennt,
Da geht es wirklich um das Hyperium. Das war nämlich die Serie, die 2002 passend im Überraschungsei war. Ende August kam die Serie ins Ei und im September, am 1. September, startete unser Sammlerteam. Ich finde diese Karte so genial, da steckt so viel Arbeit drin, so viel wirklich Liebe, dass ich euch die jetzt komplett einmal im Detail zeigen möchte zum Jubiläum 22 Jahre unser Sammlerteam. Wunderschöne Karte. Vielen, vielen Dank auch nochmal in meinem Namen und natürlich von unser Sammlerteam. Vielen, vielen Dank für diese wunderschöne Karte, die so gut wirklich das Jubiläum von unser Sammlerteam zeigt. Dafür meinen herzlichen Dank und jetzt geht es natürlich gleich weiter bei uns und zwar mit einem kleinen Rückblick. Ich werde euch was erzählen und euch dabei auch noch was zeigen. Es bleibt also spannend. Wie wohl die meisten von euch wissen, fing ja meine Sammelleidenschaft vor genau 30 Jahren, nämlich 1993, an. Also ich befinde mich jetzt eigentlich im 31. Jahr und zwar mit den Trolley-Dinos. Ihr habt ihr sicher ganz schnell erkannt, dass ich hier eine Figur der Dapsi-Dinos habe. Und da ist eine besondere Geschichte hinter, die ich euch jetzt erzählen möchte. Und ich werde euch gleichzeitig den Satz zeigen und natürlich auch ein bisschen erzählen. Und zwar war ich einmal in Tschechien, also mehrmals eigentlich, aber eben auch zu der Zeit, wo es die Dapsi-Dinos dort als Trolley-Dinos gab. Das ist ja soweit bekannt. Das wissen eigentlich die Sammler auch. Ich war damals ganz fasziniert natürlich dieser, ja, besondere Beipackzettel. Ich habe mir jetzt tatsächlich noch einmal, weil ich damals auch keinen Satz hatte, diesen Satz aus Tschechien besorgt. Ihr seht eben mit der Aufschrift Trolley-Dinos und das war damals halt ganz, ganz spannend. Ich hatte ja wirklich nur, ich war ja ein kleines Kind, kann man sagen, und hatte natürlich auch nur begrenzt wirklich, ja, wenige Überraschungseier kaufen können oder wenige Ü-Eier bekommen. Und ja, das war wirklich schon was ganz Besonderes, wenn man dann halt die Figuren hat, die man so toll findet und ja, über alles liebt. Und während wir diesen tollen Satz bauen, der für mich wirklich pure Nostalgie ist, wie gesagt, bauen in dem Sinne, dass es natürlich auch steckbare Teile gibt bei der Serie, werde ich euch etwas erzählen über die Geschichte von unser Sammlerteam. Aber all das werdet ihr auch im Podcast natürlich erfahren. Trotzdem möchte ich es euch jetzt natürlich auch noch erzählen. Bei mir begann eigentlich ja mit Sammeln alles 1993, aber als Jugendlicher kam dann so langsam das Internet auf und 2001 machte ich eine erste Seite, die ging aber noch um Pokémon und eine weiße Ü-Ei-Seite, die hieß einfach nur Ü-Ei News. Und das war irgendwie für mich zu wenig. Ich wollte unbedingt programmieren lernen, wollte professionellere Seiten machen, professionellere Seiten gestalten. So setzte ich mich dann hin und lernte das Programmieren. Und im September 2002 eröffnete ich dann Stefans Ü-Ei-Page. Das war praktisch der Vorgänger von unser Sammlerteam. Damals die Seite schon mit einigen Besonderheiten im Internet, denn es gab einen Schiffswertkatalog und einen Wertkatalog für Figuren aus Beipackzetteln gestaltet. Das gab es bis dato dann auch noch nicht. Weitere, ja, vielleicht Highlights kann man sagen, das war der Newsletter, denn der Newsletter erschien jeden Freitag, mehr als 100 Ausgaben davon. Mit den Jahren dann lernte ich sehr, sehr gute Sammlerfreunde kennen und man muss wirklich sehr, sehr gute Sammlerfreunde sagen, denn heutzutage ist vieles durch Hate und Neid eigentlich so zerstörbar, wo man glaubt, man ist noch heute gut Freund, ist es morgen eigentlich schon, ja, dass man enttäuscht ist von Freunden. Und das ist mir in dieser ganzen Zeit nie passiert bei unser Sammlerteam, beziehungsweise den Menschen, die hier mitwirken. Das ist Dieter und Veronika Ehlers.
Und die beiden sind so ehrliche und liebe Sammler. Die sind ja spezialisiert auf Dioramen. Ich zeige euch dabei natürlich jetzt auch schon die nächste Figur wieder aus der Serie. Mich klar, die beiden müssen unbedingt ins Team, die müssen bei unser Sammlerteam mitmachen. Da natürlich auch meine Mutter, die ja begeisterte Maxi-Ei-Sammlerin ist, aber eben auch die Ü-Ei-Figuren so liebt. Und bei ihr ist es auch so, sie ist mit vollem Herzen wirklich dabei. Und das finde ich so faszinierend und so toll von ihr. Matthias und Melanie, die sehe ich immer etwas weniger, aber das liegt halt auch an der Arbeitsentfernung. Und das sind auch zwei ganz, ganz liebe Sammler, wirklich Sammlerinnen und Sammler. Und die sind wirklich so toll. Und dann hatten wir beschlossen, ja, wir nennen das Ganze Stefans Sammlerteam. Also von Stefans Ü-Ei-Page wurde Stefans Sammlerteam. Am Schluss kam irgendwie dann so von mir der Vorschlag nach einiger Zeit. Ich sage, wisst ihr was? Es ist natürlich auch immer, ja, nicht so ideal, wenn man sagt, Stefans Sammlerteam klingt so, als ob ich jetzt etwas Höheres bin als die anderen fünf. Und deswegen haben wir das in unser Sammlerteam umbenannt. Unser Sammlerteam hat eine sehr bewegte Geschichte. Es gab immer wieder neue Designs, neue Änderungen, viele neue Ideen, viele neue Projekte. Und dann kam auch immer wieder ein Sammlerforum dazu. Und das letzte Mal am 22. April 2017, da eröffnete das heutige und größte Ü-Ei-Forum in Deutschland. Unser Sammlerteam besteht seit 22 Jahren und in dieser Zeit haben wir 24.000 Bilder fotografiert, die online sind auf 3.400 Seiten. Es gibt aktuell kein Homepage-Programm, was diese Menge wirklich handhaben kann. Wir haben alles ausprobiert von WordPress, das bei 1.000 Seiten wirklich abgeschmiert ist, wo nichts mehr ging. Ich habe Firmen angeschrieben, CMS-Systeme ausprobiert. Wirklich eine ganz, ganz lange Zeit. Meistens wurde gesagt, so eine Seite kann es gar nicht geben. Das wäre also Veralberung, das wäre jetzt ein Witz, was ich da schreibe. So eine Seite gibt es doch gar nicht. Das wäre gar nicht lauffähig. Jedes Mal musste ich sagen, doch, schaut mal bitte auf unser Sammlerteam. Da sind 24.000 Bilder, das sind 3.400 Seiten und es ist halt lauffähig. Und damit ist unser Sammlerteam im Laufe der Jahre die größte Überraschungseiseite in Deutschland geworden. Und das hat auch viel Verantwortung. Diese Verantwortung, wo jetzt manche sagen, ja, was für eine Verantwortung hat man da? Man hat natürlich die Verantwortung, es gibt immer weniger Content im Internet, Inhalt über unser Hobby, der wirklich gut und selbstgemacht ist. Deswegen hat man natürlich die Verantwortung, das für die Nachwelt zu erhalten. Und unser Sammlerteam hat, wie gesagt, keine Werbung. Es gibt heutzutage Unmengen an Gesetze, die umgesetzt werden müssen, gerade in Foren, wo dann auch Abmahngefahren etc. sind. Und das alles finanzieren wir natürlich eigenständig, nur um unser Sammlerteam zu erhalten für euch. Wir haben auch schon wirklich sehr schöne E-Mails bekommen. Ich muss dazu sagen, es gab ja auch viel Hate etc., aber auch eben sehr schöne E-Mails, wo Leute geschrieben haben, ich habe bei eBay ein Diorama gekauft. Ich hätte gar nicht gewusst, wo die Figuren hinkommen. Wenn ihr nämlich ehrlich seid und das mal prüft, was diese Hater und Neider sagen, werdet ihr ganz schnell feststellen, das ist alles heiße Luft. Es gibt keine Ü-Ei-Seite, wo man wirklich zum Beispiel erkennt, wo eine Figur eingeklebt werden muss im Diorama. Und das ist eigentlich traurig, denn für alle Leute, ja, die so ein Diorama kaufen, auf einem ganz kleinen Bild kann man es nicht erkennen. Andere Möglichkeiten gibt es ja, wie gesagt, kaum. Bei unserem Sammlerteam sieht man halt wirklich bei jedem Bild genau, wo muss die Figur hin. Und dafür entstehen pro Diorama manchmal 300 Bilder, wo dann 20 bis 30 aber nur online gehen. Das sind mehrere Stunden Arbeit. Das ist ein Thema und ich glaube auch der größte Grund von Hate und Neid. Und es ist eigentlich, manche würden sagen, es ist traurig, dass Sammler so etwas machen, aber es ist eigentlich auch, es zeigt eigentlich auch, wie wenig sie wirklich dazugeben, wie wenig sie tun. Es gibt viel in diesem Neidbereich und diesem Hate-Bereich, wo dann gesagt wird, ja, aber wir sind doch das größte und einzigste Ü-Ei-Forum oder die größte und einzigste Ü-Ei-Seite. Und wenn man das dann mal, ja, sich genau betrachtet, dann ist das eigentlich nur heiße Luft. Da steckt da nichts dahinter. Denn Zahlen lügen nicht. Bei unser Sammlerteam im Forum ist es zum Beispiel so,
dass es Beiträge sind, die über 1 Million Klicks haben. 1 Million Views von Besuchern. Und jetzt kann man das drehen und wenden, wie man will. Und dann kann man noch 20 Mal sich selber vorlügen. Ich bin das Größte und das Beste. Diese Zahlen lügen halt nicht. Diese Zahlen zeigen eben, okay, kein anderes Forum, keine andere UI-Seite schafft diese Abrufzahlen. Das ist, glaube ich, der erste Grund, wo wir beim Thema ja Neid und Hate sprechen, dass einfach Leute gerne ja Augen zu und durch sagen, wir sind die Größten, wir sind die Besten, für mich gibt es kein unser Sammlerteam oder so, was manche wirklich sagen. Und sie schauen aber nicht auf die offiziellen Zahlen, sie schauen nicht, was sich tut und macht. Und das ist eigentlich das Traurige. Wie gesagt, man macht es ja nicht nur fest an den 1 Million Klicks auf Beiträgen. Es gibt im Sammlerbereich bei uns Beiträge, die sind wirklich ja einfach, würde ich sagen. Ja, das ist ein Geburtstagsgruß, der hat mehr Klicks als andere Leute auf irgendwelche Ü-Themen haben. Und das zeigt, da ist Publikum, da werde ich gesehen, da werden meine Beiträge gelesen. Und das ist das Schöne dran halt im Forum von unser Sammlerteam, dem einzigsten UI-Forum in Deutschland. Aber es bedeutet natürlich auch sehr, sehr viel Arbeit. Und davon erzähle ich euch natürlich auch noch gerne, denn es ist einer der wichtigsten Punkte bei unser Sammlerteam. Das ist nämlich das Fotografieren und die Arbeit. Ich finde in den letzten Jahren den Trend sehr, sehr besorgniserregend, dass man einfach sich irgendwelche Bilder zusammenklickt aus eBay-Auktionen oder irgendwelchen Süßwarenhändler. Und auch da kommen wieder dann die Neider und die Hater, die dann natürlich sagen, ja, aber das muss ja so sein. Aber ihr zerstört damit unsere gesamte UI-Szene. Und ich sage euch jetzt, wieso das so ist und weshalb. Stellt euch vor, ihr arbeitet 8 Stunden lang, baut einen PKW zusammen, geht zu eurem Chef und sagt, ich bin total kaputt, ich habe hier diesen PKW gebaut. Gleichzeitig kommt euer Kollege und sagt, ich habe jetzt 8 Stunden mich ausgeruht und habe für 5 Minuten dieses Bild hier gemacht aus einer Auktion. Und dann sagt euer Chef, okay, eure 8 Stunden Arbeit, die sind nichts wert, aber du mit dem 5-Minuten-Bild, du bist jetzt mein Star. Total verrückte Welt, oder? Und das gibt es im UI-Bereich leider auch. Da ist natürlich das Gefährliche dran. Was passiert, wenn diese Quellen mal ganz wegfallen? Wenn vielleicht noch mehr eBay-Händler wegfallen, wo wollen diese Leute dann ihre Bilder herhaben? Und das ist das Witzige und das Lustige. Und die zweite Frage ist, und da würde ich jetzt persönlich, das bezieht sich jetzt nur auf mich, ich würde mich da persönlich ein bisschen, ja, schämen, würde ich fast sagen. Wenn man nämlich bedenkt, dass ja die Menschen, die sich 3 Stunden hinsetzen, ich rede jetzt mal von unser Sammlerteam als Beispiel wirklich für euch, wenn man da bedenkt, die setzen sich 3 Stunden hin, machen dann so die Bilder für euch, fotografieren das und ich als Hater oder Neider sage dann, ach naja, die Seite da, ne, die mag ich überhaupt nicht. Ich ziehe die Seite vor, die da irgendwie bei eBay sich die Bilder klaut. Da macht man sich doch eigentlich selber zum Gespött letztlich. Also ich persönlich könnte das nicht, sage ich ganz ehrlich. Ich persönlich habe halt gelernt, dass man nur durch Arbeit weiterkommt. Das ist die erste Sache durch Arbeit. Und natürlich eben auch, dass man sich Dinge selbst erarbeiten muss. Und das finde ich ganz, ganz wichtig und das ist wirklich traurig, dass einzelne Menschen, wir reden jetzt nur von einzelnen Menschen wirklich, die haten und neiden gegen unser Sammlerteam, weil sie selber nichts hinbekommen. Und ich finde es noch trauriger, das habe ich zum Beispiel neulich im Internet auch gelesen in einem Beitrag, ist ja das Größte und Beste und etc. Aber man hätte noch nicht einmal die Zeit, zum Beispiel Bilder zu machen. Wir fangen ja im nächsten Jahr wieder an und bebildern die 72er Displays im OIA-Katalog. Merkt euch das unbedingt schon einmal vor. Es gibt übrigens momentan eine ganz, ganz tolle Box vom OIA-Katalog. Die kann ich euch nur empfehlen. Da habt ihr dann mehrere Bücher drin. Und nächstes Jahr bebildern wir das wieder. Und ich fand das wirklich so niedlich, wie diese Hater dann also geschrieben haben. Ja, also sie sind die Größten und das ist natürlich ihr Werk und was weiß ich. Aber wer von denen hat sich denn in der ganzen Zeit hingesetzt und hat mal Bilder gemacht, zum Beispiel für ihren Lieblingskatalog oder ihre Lieblingsseite? Und die Antwort ist niemand. Solange sich das wirklich nicht ändert, tut mir leid, kann ich solche Menschen nicht ernst nehmen. Ich habe vor jedem Menschen Respekt. Jeder Mensch wird bei uns akzeptiert. Aber das kann ich tatsächlich nicht ernst nehmen. Und deswegen
Wie gesagt, man kann sich seine eigene Fantasiewelt bauen, man kann es drehen und wenden, wie man möchte. Aber am Schluss, wenn man den Zahlen glaubt, sind es 24.000 Bilder, 3.400 Seiten. Und damit ist unser Sammlerteam halt die größte Ü-Ei-Seite in Deutschland. Und wer als Neider das nicht akzeptiert, einfach in der Traumwelt bleiben. Und wer Realist ist, der sieht es halt. Und wir sind natürlich auch immer auf euch angewiesen, dass ihr natürlich auch den Content wollt, die Bilder und die genauen News. Da sind wir wirklich ganz, ganz froh, so tolle Zuschauer wie euch zu haben und so tolle Besucher. Und dafür herzlichen Dank wirklich von mir und vom gesamten Team. Aber unser Sammlerteam ist inzwischen viel, viel mehr als eine Webseite. Es kam ja der Blog dazu. Da findet ihr auch mal Berichte. Das sind halt Sachen, die nicht thematisch nicht unbedingt jetzt auf die Homepage gehen, sondern da habt ihr halt auch mal Berichte, Videos. Dann kam YouTube. Da seid ihr ja gerade. Herzlichen Dank, dass ihr hier zuschaut bei der Jubiläumsshow 22 Jahre unser Sammlerteam. Dann kam halt auch der Podcast. Und wer hätte das gedacht, dass wir unser Hobby wirklich bei Spotify und RTL tragen können? Ich meine, und das ist auch noch mal so eine Sache. Will ich mich nur profilieren, indem ich schreibe, ich bin der Größte und der Beste, oder tue ich etwas? Greife ich diesem Hobby unter die Arme und zeige, das ist mein ganzes Herz, hier will ich hin, das will ich erreichen. Wer hätte gedacht, dass Ü-Eier regelmäßig bei RTL Plus laufen? Da hätte jeder vor 2 Jahren gesagt, niemals, kannst du vergessen, wirst du niemals in das Programm unterkriegen. Und jetzt läuft unser Podcast dort, ja? Wie genial ist das wirklich? Wie toll ist das, dass wir unser Hobby da so einem breiten Publikum zugänglich machen können? Dann haben wir natürlich noch das Projekt Sammlerteam. Und das liegt mir total am Herzen. Und da hatte die Hanna und die Jessica im Forum, sind 2 langjährige Mitglieder, haben auch Sammlerteam-Seiten, was ganz, ganz Tolles geschrieben. Wer gibt heutzutage noch jemanden kostenlos was? Und das ist wirklich das Traurige, muss man teilweise auch sagen. Bei Sammlerteam ist ja der Sinn, man kann sich bewerben. Ich kann natürlich nicht 1 Million Seiten machen, das ist klar. Ich muss natürlich die Bewerbung auch durchgehen. Es gibt wieder zahlreiche Bewerbungen. Und diejenigen, die natürlich da, sage ich mal, gewinnen oder ausgewählt werden, das ist ja kein Gewinnspiel, bekommen eine kostenlose Seite. Und das ist keine Baukastenseite, eine professionelle Webseite, Speicherplatz und Domain, das ist alles mit drin, ja. Also wir haben auch Seiten beim Rügener Sammlerteam, haben eine Nutella-Rubrik, da habe ich auch nicht gesagt, oh, das kostet jetzt meinen Speicher, jetzt zahle ich jeden Monat. Nein, ich freue mich mit den Menschen. Ich mag die Menschen und ich akzeptiere jeden Menschen so, wie er ist. Und das ist halt das Tolle an unser Sammlerteam, dass man sagen kann, okay, hier ist eine richtig große Gemeinschaft für unser Hobby, für das Thema Ü-Ei. Wir lieben und leben unser Hobby. Das finde ich wirklich so toll und so ergreifend. Und ihr merkt, es gibt wirklich ganz, ganz viel rund um unser Sammlerteam zu entdecken. Deswegen schaut doch einfach mal auf der Webseite vorbei. Aber jetzt schauen wir natürlich weiter nach den Dapsidinus. Trollidinus. Tatsächlich gibt es auch ein Buch. In diesem Buch habe ich verschiedene Geschichten aufgeschrieben, zusammen mit Dieter und auch mit meiner Mutter. Das Buch ist jetzt schon etwas älter, ist aber noch im Handel erhältlich. Und das heißt Sammlergeschichten rund ums Ei. Das ist, wie gesagt, weiterhin auch erhältlich. Da findet ihr denn spannende Geschichten, also rund um unser Hobby. Da geht es eine Reise zum Gardasee. Das hat Dieter Ehlers auch fürs Buch geschrieben. Ganz, ganz toll. Ist ein schöner Lesespaß, hat auch sehr viele gute Bewertungen bekommen. Und ich freue mich einfach. Das ist wirklich was, wo man sagen kann, ja, das kann man mal mit im Urlaub nehmen oder das kann man auf dem Balkon lesen. Terrasse, Garten, das ist halt wirklich, ja. Was man halt kurzweilig auch mal lesen kann, Geschichten rund ums Ei und vernünftige Geschichten rund ums Ei. Das ist ganz, ganz wichtig noch zu sagen in der heutigen Zeit. Da findet ihr definitiv keine irgendwelchen Beleidigungen oder irgendwelche komischen Anekdoten, sondern da findet ihr wirklich dann richtige Geschichten rund ums Ei, über Funde etc., was halt alles über unser Hobby zu erzählen ist. Kommen zur vorletzten Figur, gleich dann zur letzten. Ja, diese Serie, wie gesagt, die habe ich tatsächlich in Tschechien das erste Mal im Ei gehabt, mit diesem lila Beipackzettel. Ich finde den so genial. Also, ich finde den wirklich so, so schön gestaltet. Was ich sehr oft gefragt werde, ist halt, wie hält man das, oder ja,
Manche sagen, wie hält man das aus? Da muss ich immer schmunzeln. Nein, wie kann man wirklich 30 Jahre einem Hobby treu bleiben? Und ich habe es auch in meinem Buch geschrieben, 30 Jahre mehr als ein Hobby. Man muss sein Hobby lieben. Es darf halt nicht so sein, dass ihr hingeht und sagt, ganz tolle Figur, schön, stelle ich jetzt einen Kasten. Sondern man muss jedes Detail lieben. Überlegt mal, was die Designer wirklich da für Liebe in diese Figuren gelegt haben. Und ja, egal ob man die heutigen Figuren mag oder nicht, man muss sein Hobby halt lieben, um dann wirklich 30 Jahre zu sagen, ja, das ist mein Hobby. Wir kommen zur letzten Figur. Jetzt haben wir noch was Steckbares. Das ist dann die letzte Figur der Serie. Dann hatten wir alle 10 Figuren der Drolidinus, Dapsidinus, Osteuropa. Wie gesagt, ich hätte sie aus Tschechien, aber Osteuropa. Gleich bleibt es noch spannend, denn gleich werden wir das Diorama des Hyperiums anschauen. Und viele haben gefragt im Vorfeld, wieso Hyperium? Wieso kommt das immer jetzt vor? Das erzähle ich euch dann gleich, wenn wir natürlich beim Diorama sind. Und dahin wechseln wir jetzt auch. Wir sehen uns also jetzt gleich beim Diorama der Star Wars Hippos, dem Hyperium von 2002. So, ihr Lieben, und jetzt schauen wir uns das Diorama vom Hyperium an, und zwar von 2002. Und dazu gibt es halt auch eine Geschichte, die werde ich euch jetzt erstmal im Vorfeld erzählen. Und zwar war es ein recht schöner Sommertag im August 2002. Da bin ich in die Stadt gefahren mit meiner Mutter und habe dort im Buchladen meinen neuen OLA-Katalog abgeholt. Ich wusste noch nicht, dass es den damals schon gab. Wir sind einfach auf gut Glück hin. Und da war das Cover das Hyperium. Die Hippos waren noch abgebildet und das war natürlich ganz, ganz spannend. Und wir waren hinterher noch einkaufen. Das erzähle ich euch im Podcast alles nochmal genau. Also ihr müsst jetzt nicht schnell, schnell euch das merken. Und da habe ich das Hyperium entdeckt und habe tatsächlich dann von 5 Eiern 3 Figuren herausgeholt. Und das war Ende August und am 1. September startete unser Sammlerteam und das war halt das Besondere daran. Das ist damit halt auch die Jubiläumsserie, denn diese Serie startete ja mit unser Sammlerteam zusammen und wir schauen uns das offizielle Diorama von Ferrero an aus dem Jahr 2002. Sieht man hier schon die tolle Form und ich würde sagen, ich lasse euch jetzt einfach mal genießen. Erzählt habe ich ja schon. Also genießt jetzt das Diorama zu den Star Wars Hippos, das Hyperium. Thank you.
wirklich ein fantastisches Diorama. Und unser Sammlerteam ist halt wirklich viel mehr als nur eine Webseite, Blog, das, was ich euch alles aufgezählt habe. Wir helfen seit Jahren bei der GSÜ-Verwaltung von Sammlersoftware 2500 Figuren mit Wert, Kennung etc. Und das allerbeste daran, jedes Update ist wirklich kostenfrei. Das heißt, ihr habt nie wieder irgendwelche Kosten für Kataloge. Das Buch Sammlergeschichten rund ums Ei, das habe ich euch ja schon gezeigt. Und mein neuestes Buch, 30 Jahre mehr als ein Hobby, mein Leben für Überraschungseifiguren, Biografie eines Sammlers. Da möchte ich mit euch jetzt noch einmal reingucken. Das ist wirklich richtig, richtig dick. Ich weiß, viele achten auf den Preis, aber wenn ihr euch das mal wirklich anschaut, das ist so, so gut verarbeitet, wirklich. Ihr habt eine wirklich sehr, sehr gute Schrift, also wenn ihr euch das mal anguckt, das ist ja wirklich sehr gut gemacht. Und dann geht es auch los mit Bildern. Ihr könnt sehen, wie man die erste Sammlung gestalten kann, wenn ihr da ein Zimmer anlegen wollt, wie ihr wirklich mit kleinstem Platz. Was sind die Special-Kit-Kästen? Was könnt ihr da unterbringen? Wie sieht das Ganze aus? Welche Möglichkeiten gibt es noch? Ihr habt hier einiges über polnische Dioramen. Das ist wirklich total interessant auch. Und wirklich richtig schöne große Bilder, wo man natürlich auch was erkennt. Es geht um Palettenanhänger aus Polen, wo man Infos herbekommt über polnische Sachen, große Plüschfiguren, alles, was wirklich so die Sammler, sage ich mal, interessiert. Denn Harry Potter haben wir natürlich auch schon drin. Das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema für manche. Hier sieht man das auch nochmal alles. Alles wirklich zu Harry Potter über die Goldfigur. Das habe ich euch unten natürlich verlinkt. Das könnt ihr bestellen. Ihr könnt es natürlich aber auch gewinnen mit etwas Glück. Es gibt ein riesengroßes Interview. Da habe ich dann ja zahlreiche Fragen, wie man Puzzle heutzutage aufbewahrt. Also es ist wirklich absolut spannend, wie ihr das Zimmer gestalten könnt. Wozu man vielleicht auch ein Ü-Ei-Zimmer benötigt überhaupt. Über Sammlergebiete, die man vielleicht heute gar nicht mehr so kennt auch. Es ist wirklich richtig, richtig interessant. Das kann ich euch ans Herz legen. Das ist die erste Sache zum Jubiläum. 30 Jahre mehr als ein Hobby. Was ich euch immer ans Herz legen kann, ist die GSÜ-Verwaltung. Weil da, wie gesagt, wo bekommt man hinterher ein Leben lang kostenlose Updates? Also das ist für mich immer noch unbegreiflich, wie der Hersteller das macht. Und ja, für Geschichten, Sammlergeschichten rund ums Ei. Natürlich gerade zum Jubiläum, besucht gerne unsere Seite. Die ganze Welt der Ü-Eier, werde Mitglied im größten Ü-Ei-Forum in Deutschland. 24.000 Bilder, 3.400 Seiten, Podcast und im Forum, Community, News, Tauschbereich rund ums Ei. Alles kostenlos, Freundeslisten. Besucht uns gerne unter www.unser-sammler-team.de. Ja, 22 Jahre, eine wirklich lange Zeit. Aber wie geht es denn nun weiter mit unser Sammlerteam? Unser Sammlerteam wird natürlich immer weiter ausgebaut, immer größer werden. Wir wissen, welche Verantwortung wir natürlich damit haben, dass wir letztlich die letzte große Ü-Ei-Seite und das einzigste Ü-Ei-Forum in Deutschland sind. Das sind Sachen, die Verantwortung sind. Das sind nicht nur Sachen, wo man sagt, oh, ich freue mich jetzt total. Da hat man auch sehr, sehr viel Verantwortung für. Und was ganz, ganz wichtig ist, das habe ich jetzt noch nicht wirklich angesprochen im Video, wir haben ja seit 22 Jahren einen Kodex. Diesen könnt ihr nachlesen auf unserer Seite, 22 Jahre unser Sammlerteam. Und ich spreche ihn ganz kurz an. Dieser Kodex lautet nämlich wie folgt. Nur eigene Bilder. Wir nehmen keine Auktionsbilder. Ihr findet bei uns nicht Halloween vom letzten Jahr oder dass Harry Potter angeblich 6 Figuren hat. Ihr findet bei uns keine Österreich-Figuren, die wir dann im August als großen Serienstart präsentieren. Nein, nur eigens fotografierte Bilder. Mit viel Liebe zum Detail, viel Arbeit, aber dafür auch korrekt und richtig. Der nächste Kodex bei uns ist Liebe zum Hobby. Wir können uns nicht vorstellen, immer nur unser Hobby schlecht zu machen. Gibt es tatsächlich unter manchen, dann braucht man nichts sammeln. Und deswegen ist unser Kodex Liebe zum Hobby. Wir lieben unser Hobby, wir unterstützen unser Hobby, wir mögen es und wir präsentieren es gerne. Nächste Kodex bei uns ist, dass alle
Menschen gleich sind und wir wirklich alle bei uns gerne aufnehmen, insofern sie das ja auch zulassen und unser Hobby mögen. Sehr, sehr wichtig für uns, und das ist vielleicht einer der wichtigsten Punkte mit, dass bei unser Sammlerteam wirklich alles echt ist, selbstgemacht, ehrlich und mit Liebe zu unserem Hobby. Und das ist uns ganz, ganz wichtig. Es ist in diesem Jahr die berühmte Kunststiftung, die Karl-Wagner-Stiftung, über mich schrieb. Mit 6 Jahren fand er seine große Liebe, das Überraschungseisammeln. Und genau das kann ich nur bestätigen. Und das wird auch immer so bleiben in meinem Herzen. Ich lasse mich von keinen Hatern, von keinen Neidern fertig machen. Und ja, wir sind weiterhin für euch da. Wir feiern heute 22 Jahre unser Sammlerteam. Um 15 Uhr sehen wir uns dann alle schon wieder hier, nämlich zum großen Sonntags-Ü-Ei-Video. Da gibt es eine ganz, ganz besondere Überraschung. Zeige ich euch was sehr Aktuelles rund ums Ü-Ei. Das wird euch sicherlich gefallen. Nicht vergessen, unser Gewinnspiel geht einfach auf www.unser-sammler-team.de. Dann den großen Button 22 Jahre. Und dort auf Gewinnspiel. Lieben, es fällt mir schwer, aber ich muss mich für jetzt verabschieden für unsere große Jubiläumsshow. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst gerne einen Daumen nach oben und natürlich auch ein Abo da. Wir freuen uns über jeden Kommentar von euch. Denkt gerne drüber nach, auch über das, was ich erzählt habe. Ich freue mich immer, wenn Menschen mir offen begegnen und auch wirklich sagen, das und das würde ich anders sehen oder das sehe ich auch so. Aber denkt wirklich darüber nach, was passiert wirklich, wenn in unserer Szene es weiterhin so sein wird oder es außerhalb von unserem Sammlerteam so sein wird, dass man einfach nur falsche Infos irgendwo zusammenklickt. Wo kommen wir denn hin oder wollt ihr wirklich die Sammler, die für euch sitzen, arbeiten und tun und ja, dann das Richtige präsentieren? Überlegt mal gerne auch mit drüber. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei allen, die zugeschaut haben. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns hier unterstützt. Ich wünsche euch alles, alles Liebe. Danke für 22 Jahre Treue bei unser Sammlerteam. Und wir sehen uns dann um 15 Uhr heute wieder zum großen Sonntagsvideo. Verpasst es nicht, seid mit dabei. Jetzt alles, alles Liebe, euer Stefan und auf die nächsten 22 Jahre unser Sammlerteam. Denn mein Herz gehört unserem Hobby, unserem Ü-Ei. Unser Sammlerteam und deswegen 6 Sammler, eine Homepage, auch die nächsten 22 Jahre. Vielen Dank für alles, euer Stefan, bis später, ihr Lieben.